Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Produktvorstellungsvideo. Was habe ich euch heute mitgebracht? Die Spektakulares Nummer 3. Ich habe jetzt nur einen Verbund hier. Das sind insgesamt zwei, Teil A und Teil B. Aber wie soll ich das jetzt hier vernünftig halten? Dementsprechend habe ich jetzt nur den Teil A mal rausgeholt. Also es sind zwei Teile. Genau, das sind wunderschöne Verbünde, wie wir zum Beispiel auch beim Hochzeitsvideo genommen haben. Könnte ich immer hier auf das i klicken oder da auf das i klicken, je nachdem von welcher Seite. Das war ein Kloster Zinner mit vertreten. Da war nämlich der Teil B nur vertreten und Teil A und Teil B insgesamt schafft eine Sekundenanzahl von 75 Sekunden. Genau. Man kann sie einzeln schießen, man kann sie aber auch, wie gesagt, als Verbund schießen. So können das viele machen, aber ich bin immer so der Meinung, ich mache das einzeln. Wir haben dahingehend also eine Abweichung. 75 Sekunden, wenn wir beide Verbünde schießen. Und jeweils, so wie es hier drauf steht, haben wir 40 Sekunden für die eine Batterie, dementsprechend 35 für die andere. Genau, gut, wir haben eine komplette Samt-Millimeter-Anzahl von 25 mm, also es ändert sich bei Beinverbünden nicht, das ist das Maximalkaliber. Haben, wie gesagt, 198 Schuss, also 200 Schuss, so roundabout, ne? Und schaffen ungefähr eine Steighöhe von 60 Meter, also wirklich, wirklich qualitativ hochwertiges Feuerwerk. Wir haben insgesamt eine Grammanzahl von 3031 Gramm, also 3 Kilo, ne? Und ja, die splitten sich so ungefähr auf, jeweils 1,5 Kilo bei ihm. Ja, das einmal ganz kurz zu den Fakten. Wir schauen uns jetzt einmal Teil A und Teil B an und dann melden wir uns gleich einmal wieder. So, da bin ich wieder zurück. Ich konnte das jetzt echt gerade nicht halten. Ich musste jetzt mal kurz so die Position ändern. Das ist wirklich schwer. Ja, also wir sind hier bestimmt bei 7 Kilo, ja, wenn das überhaupt reicht pro Verbund. Genau. Was kann ich abschließend dazu sagen? Also ich habe jetzt mit Absicht kurz in dem Video nicht erwähnt, welche Effekte da drin sind. Ihr seht es selber. Bis ich die alle erklärt hätte, ist Weihnachten gewesen. Wunderschöne Effekte. Wirklich wunderschöne Effekte. Und dementsprechend kann ich dazu auch nur sagen, das ist für mich Silvester immer ein lohnenswerter Finalabschluss oder für zwischendurch ein kleines Mittelfinale mit einzubauen. Ist echt eine hammergeile Verbundbatterie. Genau, dann kommen wir jetzt natürlich noch zu den schmerzlichen Teilen natürlich bei solcher Verbundbatterie. Wir sind hier in einem Preissegment von ungefähr 330 Euro, was bei uns im Shop aktuell der Preis ist und bei anderen Herstellern in den Online-Shops vertreten, ist das ungefähr derselbe Preis. Also das nimmt sich da wirklich gar nicht viel. Blackbox ist halt manchmal ein Verein für sich, da kann man halt nicht gerne den Preisen machen. Dementsprechend kriege ich da auch nicht vernünftigere Preise wie andere Shops. Ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Für den Preis muss man natürlich wissen, ob man die möchte oder nicht. Ich würde es euch auf jeden Fall ans Herz legen. Für mich ist es ein Nonplusultra. Wie gesagt, für manche als Abschluss unbedingt oder als manche auch für in der Mitte ins Zwischenfinale einzubauen. Der Vorteil bei den Dingern ist, ob man nun Teil A oder Teil B hintereinander schießt oder jeweils unterschiedlich, das macht keinen Unterschied, weil der Effekt ist super geil, auch wenn man sie getrennt schießt. Ne, da geht nichts flöten, weil bei beiden Crackling mit drin ist. Genau. Das soll es erstmal gewesen sein zu der Batterie. Kurz und knackig wieder. Wir gestalten die Videos mal ein bisschen anders, ne? Ja, ich wünsche euch einen wunderschönen Frühmittag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video geschaut habt. Und ansonsten für die Leute, die das gleich gesehen haben,
schönes Restwochenende. Macht's gut. Ciao.